Schön, dass du einschaltest. Heute habe ich zu Gast Marek von Finanzen im Griff. Wir sprechen über das Thema, wie wir zum Investieren gekommen sind. Wie bin ich jetzt zum Investieren gekommen? Ich persönlich war sehr unzufrieden als Angestellter, also schon eigentlich ein Leben lang, also seitdem ich Angestellter bin. Auch in der Ausbildung war ich nach 2 Jahren schon unzufrieden, also habe nicht den Job, der mich wirklich erfüllt hat, bekommen im Endeffekt und auch nicht in der Firma. Und deswegen habe ich mir gedacht, es muss andere Wege geben. Habe halt immer wieder Jobs gewechselt, habe ja insgesamt 6 gehabt und also bin jetzt beim 6. aktuell. Und dann kam ein Arbeitskollege jetzt bei dem aktuellen Job, den ich habe, zu mir und meinte, ja, ob ich nebenbei ein bisschen Geld verdienen will. Dann dachte ich, ja, klar, gerne. Und dann sind wir auf Nacht zu unserem Seminar gegangen und da wurde uns so ein Produkt vorgestellt, wie man mit dem Geld verdienen kann. Da ging es um MLM. Und ja, Anfang hat mich das jetzt nur begeistert, muss ich sagen, wegen der Freiheit. Weil die haben immer gesagt, ja, nie wieder Wecker klingeln. Du kannst deine Termine selber aussuchen, wann du aufstehen willst und so weiter. Also wirklich genial gemacht von denen. Und dann ging es ums Produkt selber. Das haben sie dann vorgestellt und auch danach musste ich den. Und danach habe ich das Produkt selber benutzt. Das heißt, ich habe den Eurocheck ausgefüllt. Da füllt man einfach die Sachen, die man hat, aktuell aus. Und dann werten die es aus, ob das gut genug ist, beziehungsweise ob die andere Ansicht sind und schauen, ob sie was besser machen können. War an sich ein gutes Produkt. Und ja, da waren die Kosten meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch. Also die haben auch gesagt, ja, ich bin bei der Hook. Das passt, ist sehr günstig bei Kfz-Versicherungen, aber sie haben gemeint, es fehlt halt noch eine Absicherung für die Rente, wo sie natürlich recht haben, weil ich das eben nicht hatte. Das Produkt hieß immer wieder Geld und da zahlt man monatlich einfach ein und kann sich jederzeit Geld rausnehmen. Und dann habe ich halt gefragt, wie das halt so an Rendite ausschaut. Waren es irgendwie um die 10%, haben sie gemeint, das können sie nicht garantieren, weil es in Fonds angelegt ist. Und ich habe mir das natürlich genauer angeschaut, weil ich einer bin, der strukturiert alles durchschaut. Und habe da gesehen, dass die Kosten enorm sind und habe da ein vergleichbares Produkt gefunden von ING, Scalable, glaube ich, heißen die. Und die investieren in ETFs. Und dann habe ich das halt verglichen, hochgerechnet über die ganzen Jahre. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ja eigentlich da schlechter dran bin, weil die Kosten so extrem hoch sind beim Abschließen. Weil es muss ja, die ganze Struktur muss ja bezahlt werden. Das ist ja klar, deswegen sind die Abschlusskosten auch so hoch. Und nach der dritten Sitzung, also man muss sich vorstellen, die haben dreimal meine Fragen nicht beantworten können. Und das hat mich auch sehr unzufrieden gestellt. Und deswegen habe ich dann da auch aufgehört. Also habe das dann gelassen und bin dadurch auf Kolja seinen Kanal gekommen, Aktien mit Kopf, und habe das Video in 60 Monaten zur finanziellen Freiheit angeschaut, was mich wirklich begeistert hat. Und deswegen habe ich da angefangen, mich tiefer zu informieren, habe mehr von seinen Videos angeschaut, auch seine ETF 2.0 Serie, und habe mich da einfach informiert, mir eigenes Depot überlegt, habe aber erst mit Einzelaktien angefangen, was keine gute Idee war, weil da hatte ich eigentlich immer nur, ja, Verluste erst gemacht, also jetzt vom Depot her, das ging es halt runter, aber verkauft habe ich nur mit Gewinn. Also ich habe alle 3 Aktien, die ich hatte, mit Gewinn verkauft und habe dann angefangen, in ETFs zu investieren. Und so war es der Weg. Also ich bin praktisch einfach durch den Umweg, dass ich ein Produkt entdeckt habe, beziehungsweise mir gezeigt worden ist, habe ich einfach mich mehr informiert über Fonds und dann bin ich auf die ETFs gestoßen und Aktien im Kopf und habe mich da tiefer informiert und finanzielle Freiheit einfach für mich als Aspekt richtig gut gesehen, weil ich nicht mehr Angestellter sein muss und meine Zeit selber einteilen kann, was mich persönlich sehr begeistert hat, dass man sagt, man kann einfach seine Zeit selbst einteilen und man muss halt nicht arbeiten, wenn man nicht will, wenn man das erreicht hat. Und ja, hat mich sehr fasziniert, deswegen bin ich da auch dran und das ist für mich einfach ein großer Schmerz, dass ich sage, ich bin hier als Angestellter und muss das noch durchführen für manche Arbeiten, wo ich einfach keinen Sinn sehe und deswegen fand ich persönlich, für mich war das einfach eine super Sache und fühle mich jetzt auch freier. Ich habe ja die ersten 5 Wochenstunden reduzieren können. Das heißt, ich bin von 40 auf 35 Stunden reduziert und will auf nächstes Jahr dann halt nochmal 5 Stunden reduzieren. Aber ob ich es schaffe, das weiß ich noch nicht genau. Normalerweise sollte es klappen. Ja, auf jeden Fall ein spannender Weg. Ist auch interessant, dass man über einen Arbeitskollegen praktisch da reinkommt und über ganz viele Umwege. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Und was mich mal interessieren würde, ist halt noch, wie ist dazu gekommen, dass du auch wirklich gesagt hast, du kommst halt mit und hörst dir das an? Weil viele Menschen sind ja so, die haben irgendwie, wenn alles ein bisschen anders ist, dann sind die gleich auf Distanz. Und du hast halt gesagt, ich höre mir das mal an, hinterfrag das, schaue es mir an, finde das irgendwie klasse und guck mal weiter. Diesen Arbeitskollegen habe ich vertraut und generell war ich auch schon mal bei dieser Firma und der hat gemeint, dass es jetzt viel besser ist als früher, weil er gemeint hat, warum ich denn nicht dabei war, weil ich gemeint habe, das ist halt nichts für mich und das war, glaube ich, da auch schon so 8 Jahre vorher. Also hätte mich da vielleicht tiefer informiert,
Wäre vielleicht länger dabei geblieben, wäre es vielleicht so gewesen, dass ich früher ins Investieren gekommen wäre und somit jetzt auch mehr Kapital hätte. Aber man hätte es nie gewusst, ob das so ist oder nicht. Und generell war der Kollege halt sympathisch und das Auftreten, ich meine, das lernt man ja bei MLM, dass man einfach zu den anderen offen ist und wie man mit dem anderen umgeht. Und das sollten viele Leute auch lernen, einfach wie man mit anderen Menschen umgeht. Ah, okay, sehr, sehr spannend. Ist ja interessant natürlich, dass dann so viele Jahre nochmal vergangen sind, bevor es überhaupt erst so richtig dann halt in die Gänge kam. Und das ist ja oft so im Leben so, dass man dann gewisse Impulse kriegt, aber die falschen Leute vielleicht trifft oder eben halt das einen schlechten Eindruck macht und dass man dann sagt, nee, ist erstmal nichts für mich. Und dann nach vielen Jahren kommt vielleicht jemand mit einem ähnlichen Konzept und so weiter und dann ist es auf einmal ein bisschen interessanter, weil einfach eine andere Person dahinter steht und die das vielleicht auch anders präsentiert oder wie auch immer, ne? Genau. Ja, bei mir waren es ein bisschen ähnlich, aber auch ein bisschen anders. Ja, gut. Ja. Ich habe jemanden auch kennengelernt, auch über das Multilevel Marketing, also ähnliches Konzept, bloß bei mir war es halt nicht im Finanzbereich, sondern im Nahrungsergänzungsbereich. Und da habe ich halt jemanden in der Kirche kennengelernt, der mich da mal eingeladen hat und meinte, ob ich Interesse halt mal irgendwie was dazu zu verdienen. Und das Verrückte war gewesen, ich habe schon lange überlegt gehabt, wie kann ich was zu meinem Job verdienen, weil ich habe allein in Bayern gewohnt, habe im Flughafen in München gearbeitet gehabt, habe dann einen Job mir gesucht gehabt, wo ich nicht mehr Wochenende arbeiten muss als Mediengestalter und hatte dann Wochenende auf einmal so viel Zeit, weil ich auf einmal nicht mehr so viel arbeiten musste, weil ich habe teilweise halt 70 Stunden oder mehr halt gearbeitet die Woche und auf einmal waren es halt weniger. Und dann habe ich gedacht, hey, ich muss ja irgendwie das Wochenende nutzen halt, ne, um irgendwie Geld zu verdienen, weil ich war sehr erfolgsorientiert, aber ich habe auch sehr viel gespart halt schon damals, aber wusste nicht, was ich mit dem Geld machen sollte. Und da hat mich dann jemand eingeladen, ein Russe, und wir haben uns dann abends im Dunkeln halt irgendwo getroffen. Ich hatte in der Kirche kennengelernt, sonst wäre es ein bisschen komisch gewesen. Und ja, der hat dann so irgendwie haufenweise junge Leute haben wir uns vor so einem Block getroffen und die waren alle so motiviert und begeistert und dann sind die auf einmal so einen Block hochgerannt. Und ich habe gesagt, oh Gott, was machen die jetzt da? Rennen die da alle wie verrückt hoch? Dann sind wir bei so einem Inder in die Wohnung rein und die haben uns dann praktisch, da habe ich eine Stunde gesessen und haben irgendwie auf irgendwelche Leute gewartet und haben alle so begeistert voll das Business und das wird so abgehen. Und ich habe mir gedacht, was machen die da? Waren auch sehr jung alle, so Anfang 20 und ich war da halt schon Mitte 20. Und ja, die sind alle Top, waren alle so voll motiviert und ich kannte das eigentlich gar nicht. Die meisten Leute sind immer so ausgelaucht und so und die waren alle so, als ob sie die Welt verändern können. Ja, muss ich auch sagen, war bei mir auch so. Das hat auch einen begeistert irgendwie, dass man so eine Atmosphäre hat, dass man da wirklich irgendwie alle einen mitreißen und alle motiviert sind. Als Arbeitnehmer haben meistens sehr unmotivierte und verärgerte Menschen. Also zumindest war es meine Erfahrung. Ich habe ja schon gesagt, sechs verschiedene Unternehmen gehabt und da waren die meisten demotiviert und nicht begeistert bei der Arbeit. Und bei MLM war das wirklich so, dass die begeistert sind, aufstehen, klatschen, richtig krass. Also es motiviert einen selber auch. Also man merkt es, wenn das Umfeld einen nach vorne pusht. Das ist wirklich ein extrem gutes Gefühl. Deswegen verstehe ich auch, dass die Leute dort sind, weil einfach das Umfeld macht einen einfach, weiß nicht, motiviert einen extrem. Genau. Und das war halt auch so das typische Multilevel-Marketing, wo dann auch viel mit Motivation gearbeitet wird, Begeisterung. Und viele sind halt auch wirklich nur dabei, einfach wegen der Atmosphäre, den Leuten. Und vor allem im Nahrungsergänzungsbereich, da sind ja auch viele Kunden. Viele sind auch ein bisschen Vertriebspartner und bestellen mehr Produkte, haben vielleicht auch ein, zwei Kunden, aber eigentlich sind sie gar keine richtigen Vertriebler. Die sind wegen der Community dabei. Und das war bei meinen Kunden damals, die ich dann auch irgendwann gewonnen hatte, auch so. Ja, die Entscheidung kam einfach, ich kannte das Produkt praktisch auch. Ich habe auch schon mal was von dem Vertrieb gehört, aber ich habe da keinen Bezug gehabt. Und bei mir hat es so ein bisschen Klick gemacht, wo dann so ein Typ war, der war 18 Jahre alt, und der hat dann erzählt halt, dass er praktisch eben nicht mehr arbeiten muss, sondern einfach nur noch hier spricht mit Leuten, ein bisschen was über Gesundheit erzählt, Produkte empfiehlt und davon leben kann und viel durch Deutschland und Österreich reist. Und das fand ich halt total begeistert, weil ich war auch gebunden an einen Ort halt, musste immer wieder zur Arbeit und hatte auch keine freie Zeiteinteilung, dasselbe wie Marek eben erzählt hat. Und damit wird praktisch ja auch immer geworben, dass man eben sich die Kunden aussuchen kann, die Zeiten aussuchen kann, arbeiten kann, wie man möchte. Und das ist halt in allen Multilevel-Marketing-Strukturen in der Regel so. Was ich aber auch dann festgestellt habe, wie gesagt, ich habe es erstmal probiert halt, war erstmal so gesagt, ich bin Kunde erstmal und schaue mir das Ganze halt an. Und was bei mir so ein bisschen Klick gemacht hat, das packe ich auch unterhalb gerne einen Link rein, war halt, ich habe so viele Hörbücher gekriegt. Halt. Die haben gesagt, hey, du musst dich persönlich entwickeln, damit du auch Kunden gewinnen kannst und so weiter. Und ich habe mir das erstmal so alles angehört und war immer so auf der Suche halt, wie die meisten Menschen, vor allem junge Menschen, die immer noch auf der Suche sind nach ein anderes Leben. War bei mir auch so, ich wollte auch freier sein, ich wollte unabhängiger sein, ich wollte halt einfach ein besseres Leben führen. Und da habe ich halt dann gesehen gehabt, okay, da ist eine Möglichkeit. Und dann habe ich so ein Buch gekriegt, Murphys Komitee. Und das hat bei mir so wirklich so Tränen verursacht. Also ich habe das während der Arbeit angehört gehabt, mit dem Kopfhörer in ein Ohr, sodass es keiner mitbekommt.
und hatte dann halt Tränen in den Augen, habe damals als Bereichsleiter gearbeitet in der Automobilindustrie, eben habe da so Aufkleber gestaltet und habe gemerkt, hey, für das Gehalt und ich, ja, immer jeden Tag zur Arbeit fahren und immer getreten werden vom Chef und so weiter. Also es war wirklich keine schönen Arbeitsbedingungen. Und dann hat er erzählt halt, wie man durch die Krisen sich durchkämpfen kann, was da auf dem Weg hin passiert und wie das Leben am Ende aussehen kann dann. Und man hat sich dann durchgebissen und schafft es halt dann. Wie gesagt, kann ich euch einfach empfehlen, geht eine Stunde das Hörbuch, zieht es euch rein. Also bei mir war das der Punkt, wo es wirklich Klick gemacht hat, dass ich sagen muss, ich muss da was machen. Und dann wurde ich halt sehr aktiv und habe meine ganze Zeit Energie in Multilevel-Marketing investiert. Und dann ging es immer so ein bisschen, kam man ersten Einkünfte und so weiter, gab es so einen Rechtsstreit mit Arbeitgeber, also alles sehr komplex. Und dann war es eine sehr, sehr wilde Zeit gewesen. Dann war aber die Firma irgendwann weg gewesen, gab es keine Provision mehr ausgezahlt. Und dann habe ich halt in anderen Projekten immer wieder gesucht gehabt und war dann hin und her gesprungen, weil dann gab es immer wieder so Firmen im Online-Bereich, wo ich dann Geld investiert habe, aber das war dann halt unseriös oder eben halt so ein Ponzi-System, wo dann einfach nach ein paar Jahren auf einmal das Geld weg war oder irgendwas immer wieder war. Und ich habe dann einfach gemerkt, hey, das funktioniert so nicht in dem Sinne. Ich muss halt irgendwie einen anderen Weg gehen. Ich habe schon damals so verschiedenste Bücher immer wieder gelesen gehabt und habe dann mir Gedanken gemacht, so wie machen das denn die großen Leute? Und was machen die großen halt? Ich habe einfach mal geguckt, gegoogelt, ja, wie viele Millionäre gibt es und wo sind denn die Vermögenseinteilungen? Dann habe ich festgestellt, die meisten sind Immobilienmillionäre. Und deswegen habe ich mich damals mit Alex Fischer Düsseldorf beschäftigt, der da praktisch Videos zu gemacht hat. Und später kam auch noch sein Buch raus, Reicher als die Geissens. Und da habe ich dann angefangen zu sagen, ich muss dann doch in die Immobilien schienen. Ich will zwar eigentlich gar keine Immobilien machen, habe mich da auch schon mal beschäftigt gehabt mit, aber gemerkt, da kann man einfach hebeln. Ebenso habe ich dann auch mich natürlich mit Aktien beschäftigt, Edelmetalle und habe dann auch Vertriebe schon parallel gemacht gehabt mit Kryptowährungen halt. Und dann sind ja auch die Kurse dann parallel explodiert. Deswegen war ich auch erstmal in den Kryptowährungsbereich sehr, sehr aktiv, habe da sehr viel Geld investiert und auch Vertrieb in der Richtung gemacht. Und ja, aber habe irgendwann gemerkt, so die Vertriebe funktionieren teilweise nicht, weil man da immer so abhängig ist. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte eigenständig arbeiten. Und dann habe ich einen Job im öffentlichen Dienst angefangen, habe gesagt, ich baue mir die Bonität auf. Öffentlicher Dienst ist optimal für Finanzierungen. Habe dann die ersten Immobilien finanziert. So kam das halt zustande. Habe dann auch mich nochmal auf Aktien fokussiert. Ich hatte schon mal vorher ein bisschen was gemacht in dem Bereich. Und so kam das halt stückweise mir, die verschiedensten Bereiche eben halt aufgebaut habe, in die verschiedensten Einkommensquellen. Genau, das war so ein bisschen die Geschichte dahinter. Hat aber viele Jahre gedauert, der Prozess. Also hast du dich jetzt am Anfang sehr stark auf eins spezialisiert und nicht gestreut. Genau. Ich habe erst mal auf eins praktisch mich spezialisiert. Bei mir war es eine Kryptowährung, wo ich dann voll drin war. Dann waren es halt irgendwie Immobilien, dann waren es Aktien. Und so kam das Ganze halt. Es ging auch relativ schnell dann immer, genau. Ja, ist ja gut, dass du jetzt wenigstens breit aufgestellt bist. Wir haben noch ein Video gemacht auf meinem Kanal, wo es um unsere Erfolgsbücher geht, beziehungsweise um die Bücher, die unser Leben am meisten bereichert haben. Das Video findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, wie ihr seht, hatten wir beide viele Erfahrungen gehabt und haben auch viel Zeit gebraucht, um unseren Weg zu finden. Und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr euren Weg noch nicht gefunden habt oder auch noch zur Suche dabei seid. Bleibt immer dran, lasst euch vom Verlust nicht zurückschrecken, weil viele Menschen erzählen mir, ich habe mal 2, 3 Sachen probiert, habe mal Geld investiert, verloren oder auf 2, 3, 4 Mal. Und dann hören sie einfach auf und sagen, es bringt ja eh nichts, ja, nur harte Arbeit zahlt sich irgendwie aus. Und das ist halt eben nicht nur der Fall. Ne? Man muss einfach dranbleiben. Egal wie viel Verlust man hat, wenn ich bedenke, wie viel Business ich investiert habe, wie viele Projekte ich gemacht habe, wie viele Stunden und Zeit ich investiert habe, immer wieder praktisch es nicht funktioniert hat, aber ich habe immer wieder nach einem Weg gesucht und inzwischen habe ich halt meinen Weg halt gefunden und habe verschiedenste Einkommensquellen mir aufgebaut und Marek halt auch. Und wir sind immer noch dabei, das zu verbessern, zu optimieren und haben unseren endgültigen Weg vielleicht noch nicht komplett gefunden, aber wir wissen schon mal, welche Richtung es geht. Und ja, wie sind eure Erfahrungen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Seid ihr am Investieren? Spart ihr noch? Oder haut ihr alles raus? Ja, da ist wichtig zu sagen, dass wenn es sich zu schön anhört, um wahr zu sein, dann ist es auch meistens so. Wenn jemand 20% Rendite verspricht, dann wird es nicht so sein. Und hör nicht auf andere, sondern mach dein eigenes Ding. Kauf nicht eine Aktie, weil es empfohlen wird oder weil jemand es sagt, sondern informiere dich selbst. Also habe ich auch einen Fehler gemacht, habe ich auch schon alles durchgemacht. Deswegen weiß ich, dass es einfach eine Fehlentscheidung ist. Wenn du es nicht selbst entschieden hast, dass du es jetzt kaufst, und du musst auch deinen Exit wissen, wann du es verkauft und so weiter. Also du musst selbst entscheiden und das ist auch extrem wichtig. Dann ja, glaube ich, dass du weniger Verluste machst, als wenn du auf andere Leute hörst und im Höchstpunkt kaufst und danach im Tiefstpunkt wieder verkaufst. Also das ist extrem wichtig. Deswegen mach dein eigenes Ding und tu jetzt nicht unbedingt auf andere hören, die jetzt das kaufen, das kaufen. Ich meine, man kann ja generell Investment-Tipps annehmen. Also jetzt nur Tipps, wie man es machen könnte, aber jetzt nicht direkte
Anlageempfehlung, würde ich jetzt mal so behaupten, und wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments. Ja, und nicht alle Eier in einen Korb legen. Genau, das Allerwichtigste. Auf jeden Fall nur das Beste. Ciao. Oh, wir haben das erste schon geschafft, das Intro. Okay. Jetzt kann man cutten, oder? Kann man cutten, ja. Ja. Jetzt können wir los cutten und dann können wir gleich wieder Outtakes schneiden. Wir haben den Anfang und wir haben das Ende. Ja, stimmt. Fehlt noch ein Mittelstück. Okay. Die Frage ist, wie willst du anfangen, oder? Ja, du hast mich vorgestellt und ich fange jetzt an. Genau, genau. Einfach Gebrüder Grimm. Irgendwas ausdenken. Wir bleiben immer bei der Wahrheit. Ich nehme ihn gleich auf, gell? So, okay. Du liegst an deinem Kanal, weißt du? Ja. Schön, dass ihr einschaltet. Wieso ist schlecht? Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen nervös. Ich frage mich ein bisschen ab. Jetzt bin ich schon wieder ganz rot, gell? Jetzt muss ich mehr Weiß rein tun. Okay. Schön, dass du einschaltest. Heute habe ich zu Gast Marek von Finanzhändler. Der zunächst zu taugen ist. Also ist übrigens die Lacheinlage halt, wo ihr mitlachen dürft. So, ne? Okay. Kennt ihr das so, diese amerikanischen Serien so, wo die immer alle lachen? Die müssen ja lachen, damit die anderen auch lachen. Das ist ja nur lustig, weil die anderen lachen. So. Das ist ja sehr ironisch. Dass ich kündige an und er lacht. Ja, weil er hat mich zu Gast, obwohl er bei mir ist. Also er ist bei mir zu Gast. Das ist so scheiße. Er muss ja sagen, er ist bei mir zu Gast. Alter. Ach, ist egal. Ich habe heute, du bist zu Gast auf meinem Kanal. Ja, können wir das so machen, oder?